Ahoi, meine Lieben, heute geht es mal wieder um das Erfolgsmodell kulturfremde Massenmigration. In Hessen zum Beispiel haben 76% der Bürgergeldempfänger einen Migrationshintergrund. Darüber müssen wir sprechen. Und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkurier. Wenn ein Wort in Deutschland einen negativen Touch bekommt, wird es ja gern umbenannt. Deswegen heißt die Sozialhilfe heute Bürgergeld. Aber ich mache bei diesem Quatsch nicht mit, meine Lieben, um das gleich mal zu sagen. Also eine deutliche Mehrheit der Sozialhilfeempfänger in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Bundesweit liegt der Anteil bei 63,1%. Die höchsten Werte gibt es in Hessen mit 76,4, in Baden-Württemberg mit 74,1 und in meiner Geburtsstadt Hamburg mit 72,8. Menschen mit Migrationshintergrund, das sind Leute, die selbst oder deren Eltern ohne die deutsche Staatsbürgerschaft geboren wurden. 2013, also vor gut 10 Jahren, lag der Anteil der Migranten bei den Sozialhilfeempfängern nur in Anführungsstrichen bei 43%. Dazu muss man aber auch wissen, 2013 betrug der Gesamtanteil von Migranten in Deutschland 20%, inzwischen schon 29%. Ja, mein Lieben, so schnell kann das gehen. Leuten wie mir wird ja immer gerne vorgeworfen, dass sie immer nur meckern und keine Lösung haben, was natürlich völliger Quatsch ist. Eine Lösung ist ganz einfach. Wir sollten es so machen, wie es in fast jedem anderen Land dieser Welt auch läuft. Nämlich, du musst erstmal eine gewisse Zeit ins Sozialsystem eingezahlt haben, um eine Berechtigung zu haben. Ich nehme hier auch immer das Beispiel meiner Wahlheimat Spanien, wo es genauso ist. Du musst mindestens ein halbes Jahr in dieses System eingezahlt haben, um ein bisschen was zu bekommen. Auch längst nicht so viel wie in Deutschland. Deswegen ziehen die ja alle weiter, unter anderem nach Deutschland, wenn die in Spanien ankommen. Damit wäre schon mal viel gewonnen. Nämlich viele würden auch gar nicht erst nach Deutschland kommen, wenn sie wüssten, sie würden nicht sofort Geld bekommen. Des Weiteren würde ich Sozialhilfe an Migranten auch nicht auf ewig ausschütten. Da müsste es dann auch eine Grenze geben, über die man sich gern unterhalten könnte. So zumindest, meine Lieben, sollte und kann es auch gar nicht weitergehen. Das System wird irgendwann zusammenbrechen. Und es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Es kann nicht sein, dass Deutsche arbeiten gehen müssen und auch natürlich auch ein paar Migranten, die arbeiten für diese Leute, die eben nicht arbeiten. Mein Lieben, heute rein, macht weiter und bis später.